Grüß Gott, Ralf Paschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe. 18. Dezember, ein weiteres Türchen, aber ich quäl Sie nicht mehr sehr lange, nur noch 5 danach und Sie haben es geschafft. Das, was ich Ihnen heute präsentiere, ist ein klassisches kontinentaleuropäisches Jagdgewehr aus den 80er Jahren, gefertigt von keinem geringeren als Karl Hauptmann in Ferlach. Karl Hauptmann hat sich in dieser Zeit einen weltweit reichenden, hervorragenden Namen erschaffen, weil seine Gewehre nicht nur außergewöhnlich hübsch waren, sondern auch sehr leistungsstark waren. In diesem Fall hat er einen Bergstutzen geschaffen im Kaliber 7x65R mit einer kleinen Kugel 5,6x50R und mit dieser Kombination ist man im Hochwildrevier bestens ausgerüstet gewesen. Das Gewehr, diese Kombination, trägt ein Zeiss Diawari 8-56 Glas mit Absehen 1, also ein ideales Glas für den Ansitz, auch in der Dämmerung. Heute verwendet man mittlerweile Techniken, die ich nicht so prickelnd finde, aber dieses Glas sollte auch dem Weidmann von heute durchaus gute Dienste leisten und für den alltäglichen Einsatz genügen. Das zweite Laufbündel ist für die Schonzeit gedacht und wir haben hier einen 2076er Schrotlauf kombiniert mit einer 22 Hornet. Das Glas, das hier verbaut worden ist, ist noch das alte Originalglas und ist mit Sicherheit auch für den Fuchsansitz oder ähnliches absolut ausreichend. Zu sagen ist, dass wir ein außergewöhnliches System haben, das eben nicht klassisch über den Oberhebelöffner zu bedienen ist, sondern wir haben hier den im Abzugsbügel fast integrierten Öffnungshebel nach unten. Wir haben einen doppelzüngigen Stecher und wir haben eine Gravur, die ich zeigen möchte. Auf der linken Systemseite die Hubertus-Sage. In Kurzform, der wilde Jüngling, der durch den Wald springt und nimmersatt alles meuchelt, schleudert einen Speer gegen diesen gewaltigen Hirsch. Der Speer prallt ab, stattdessen erleuchtet ein Kreuz das Geweih dieses Hirsches. Der Jäger fällt auf die Knie, ist geläutert und schwört, nimmer zu jagen. Das führt dazu, dass er dann auch noch ganz fromm und heilig wird, später sogar Bischof wird und nach seinem Tode heilig gesprochen wird. Heute ist Hubertus Schutzpatron der deutschen Jäger und die meisten von uns kennen dieses goldene Kreuz im Hirschgeweih eigentlich mehr von der Jägermeisterflasche und dem Spruch, der darunter angebracht ist, den darf man sich ruhig zu Gemüte führen, weil der schlicht und ergreifend deutsche Weitgerechtigkeit nochmal besonders hervorhebt. So, jetzt zurück zum Gewehr. Sehr schön die Muschelierung bzw. die Gravur um die Muschelierung. Auf der Oberseite, ich nehme einmal ganz kurz das Glas ab, dann kann man das ein bisschen besser sehen, haben wir sehr hübsch graviert und wie ich finde auch sehr gut in den Proportionen graviert, Fuchs mit abstreichender Ente und auf der zweiten Systemseite Rehwild mit ruhendem Bock. Auch hier kann man ruhig ein bisschen länger hinschauen und das sind keine Mutantentiere, sondern sie sind wirklich ausgesprochen hübsch gemacht. Der Vorderschaft, und das ist bei vielen feinen Waffen dieser Zeit so, ist zweiteilig. Das heißt, wir haben hier eine ganz kleine Trennnaht. Schrauben stehen alle auf Strich. Die Sula Einhakenmontage ist perfekt. Und auf der anderen Seite ist es ebenso edel und fein verarbeitet. Die Schuppenfischhaut an Vorderschaft und Hinterschaft ist exzellent und vollzählig. Das heißt, hier sind noch keine Schuppen ausgebrochen. Und das Pistolengriffkäppchen ist vermutlich aus Kunststoff. Abzugslängen und alles Weitere kann man natürlich dem Maßblatt entnehmen, aber ein super stimmiges und auch noch gut schießendes Gewehr. Ich habe es ganz schnell auf dem Schießstand einmal Probe geschossen. Die Evo Green ist jetzt nicht meine Lieblingspatrone in 7,65 und ich bin auch sicher, dass man das noch ein bisschen besser hinkriegt. Mit der RWS habe ich natürlich auch die kleine Kugel geschossen und die Schussleistung beider Läufe zusammen auf 100 Meter waren bis auf 5 cm und das eben im ersten Ansatz. Das ist für einen Bergstutzen eine richtig gute Leistung und das sollte auch den Einsatz auf der Jagd rechtfertigen. Bei der kombinierten Waffe habe ich mir erlaubt, keinen Schießstandbesuch anzugehen, sondern habt es einfach so belassen und da dürfen wir davon ausgehen, dass es ordentlich schießt. Also, ich hoffe, dass Ihnen dieses kleine Gewehr gefällt.
Es ist käuflich zu erwerben, wie das meiste, was ich präsentiere. Wer das unter den Weihnachtsbaum noch haben möchte, muss schnell sein. Ansonsten geht es bei IGAN und auch da können Sie fleißig mitbieten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und verbleibe mit weihnachtlichem Gruß. Ihr Ralf Paschen für Jagd aus Wilhelmshöhe.